Servus miteinander. In diesem Video geht es heute um eine Vorstellung des GWX Akkuwinkelschleifers von Bosch. Servus Leute. Willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Thomas und zusammen mit dem Jens wollen wir dir heute diesen Winkelschleifer vorstellen. Den haben wir freundlicherweise von Bosch Power Tools gestellt bekommen und wir zeigen dir in diesem Video, was für Sicherheitsaspekte dieser Winkelschleifer hat, wie die Funktion ist und gehen dabei auch noch kurz auf dieses X-Lock-System ein. Bevor wir uns jetzt diesen Winkelschleifer genau im Detail anschauen, wollen wir erstmal noch ein bisschen auf diese Bezeichnung eingehen, die Bosch so führt. Diesen Akku-Winkelschleifer mit dem X-Lock gibt es in 4 verschiedenen Varianten und was die genauen Bezeichnungen alle heißen, das wollen wir euch jetzt einfach mal erklären, weil da öfters Fragen kommen sind, ja, was ist der Unterschied zwischen PC, PSC und SC und das machen wir jetzt. Wir haben jetzt hier den GWX 18 Volt 10 SC, dabei steht das GWX für gewerblicher Winkelschleifer mit X-Lock und hinten das SC, das ist dann diese genaue Typenbezeichnung, da gibt es PSC, SC und C. Dabei heißt dieses S ist der Speed Control, den haben wir hier, da könnt ihr hier mit dieser Taste 3 Geschwindigkeiten wählen, dann das C ist das Connectivity-Modul. Das ist praktisch hier ein Bluetooth-Modul drin. Da könnt ihr dann mit der Bosch Tool-App euren Winkelschleifer verbinden. Das zeigen wir später noch genauer. Dann wäre jetzt noch die Möglichkeit, dass hier ein P steht. Das P, das heißt, es steht für Protected Switch. Da hättet ihr dann hier diesen Einschalter, den ihr ständig gedrückt halten müsst. Wir haben diesen Protected Switch nicht, sondern haben nur diesen Schiebeschalter hier. Jetzt schauen wir uns mal den Winkelschleifer im Detail an. Der erste Eindruck ist, wenn ihr euch mal so hoch anschaut, dann macht er schon einen relativ großen Eindruck, vor allem wenn man jetzt mit dem kabelgebundenen System vergleichen würde. Dafür ist aber der Griff sehr schlank. Ich komme da wirklich sehr gut rüber und kann auch die Schalter sehr gut bedienen. Natürlich hat er hier Softgrip. Genauso wie hier, der ist auch mit Antivibrationsgriff. Dann hier unten, da habt ihr die Lüftungsschlitze, die sind hier mit einer zusätzlichen Abdeckung. Ich glaube sogar, dass die zum Wechseln sind, zumindest schauen sie so aus, aber da kommt dann auch kein feiner Staub in den Winkelschleifer rein. Vorne, da haben wir das Display, wie schon vorhin erwähnt. Wenn man hier drauf drückt, dann leuchtet es grün, dann könnt ihr wählen zwischen 1, 2 und 3. Danach geht es runter, wenn du wieder drauf drückst, auf 2 und 1. Hier ist die Akkuanzeige und hier ist noch eine Temperaturanzeige in dem Sinn nicht. Aber wenn die Temperatur zu hoch ist, dann wird dieses Display rot leuchten. Genauso leuchtet es rot, wenn der Kickback-Control oder ein anderes Sicherheitssystem ausgelöst hat. Und wenn es mit Bluetooth verbindet, dann leuchtet es blau. Die Drehzahl könnt ihr am GWX entweder im Ruhezustand auswählen. Wir haben hier 3 Stufen, wie schon erwähnt. Die Stufe 1, die hat 4500 Umdrehungen, die Stufe 2 hat 6000 und die Stufe 3 hat 9000 Umdrehungen. Genauso geht es aber natürlich, wenn er läuft, dass ihr da zwischendrin switchen könnt. Und ihr habt es jetzt auch gemerkt, beim Ausschalten stoppt diese Scheibe ziemlich schnell. Das ist das X-Brake-System, das dafür sorgt, dass die Scheibe nach dem Ausschalten sofort stoppt. Wenn man jetzt mal hier über dem Display genau hinschaut, haben wir das neue X-Lock-System von Bosch. Das ist ja die neue Innovation von Bosch. Es ist sehr schnell zum Scheibenwechseln, also uns gefällt es sehr gut. Wir gehen jetzt aber nicht ganz genau im Detail auf dieses X-Lock-System ein. Das ist in einem anderen Video noch, das wir euch dann unten verlinken. So, aber nochmal ganz kurz zur Erklärung, X-Lock, man braucht nur an dem Hebel ziehen und schon fällt die Scheibe runter. Zum Draufstecken, ganz einfach, nächste Scheibe, drehen, drücken, fertig. In dieser Ausführung, was wir jetzt hier haben, haben wir auch gleichzeitig den neuen Brocore-Akku von Bosch da. Das ist auch eine neue Innovation an Akkus, sehr durchzugsstark, das wird ihr dann auch nachher nochmal sehen. Bei dem 8 Ampere Brocore Akku und mit diesem Winkelschleifer ist es echt, ja, vom Ausbalancieren
wirklich sehr toll. Natürlich passt auch der 4 Ampere Akku drauf, der ProCore Akku. Ebenso passt auch die alte Generation von Akku drauf, das kann ich euch nochmal zeigen. Wer natürlich noch alte Akkus daheim hat oder die alte Generation, kann die hier genauso noch weiter benutzen. Sind aber nicht ganz so durchzugsstark wie die neuen ProCore Akkus. Sicherheit ist bei Winkelschleifern auch sehr wichtig. Deshalb zeige ich jetzt euch mal einen Sicherheitsaspekt, und zwar den Kickback Control System von Bosch oder auch Rückschlagsystem genannt. Ihr seht, der Winkelschleifer schaltet gleich automatisch ab, sobald ein Rückschlag kommt, und das Display leuchtet hier rot. Ein zweiter Sicherheitsaspekt wäre der Wiederanlaufschutz. Ihr seht, der Schalter kann ich nochmal anschalten. Der Winkelschleifer ist an. Ich stecke einen Akku rein und es passiert nichts. Es passiert was. Es leuchtet rot. Das heißt, Schalter ausschalten. Und es leuchtet grün und ist einsatzbereit. Die dritte Schutzvorrichtung des Winkelschleifers wäre die Aufprallabschaltung. Und zwar sollte euch der Winkelschleifer im Betrieb auf den Boden fallen, zum Beispiel von einer Leiter, dann schaltet er auch automatisch ab und das Display leuchtet auch wieder rot. Wie auch schon bei vielen anderen Geräten bei Bosch haben wir hier das Simply Connected Modul. Das muss man einfach einbauen, Batterie reintun und schon kann man das mit der App, die wir hier gerade haben, können wir das Ganze öffnen in der App. Hier sieht man jetzt auch, dass der verbunden ist. Wenn man mal draufklickt, hier sieht man die Akkuanzeige, hier das Modell, dass er verbunden ist. Jetzt gehen wir hier aufs Arbeitslicht und zwar können wir jetzt dann die LED an- und ausschalten. Wir können die LED-Helligkeit einstellen und zwar, wenn wir zum Beispiel hier auf Mittel gehen, mein Handy, bestätigt der Winkelschleifer mit einem blauen Blinken, dass die Einstellung übernommen worden ist. Wir können auch die LED-Nachleuchtdauer einstellen, das wären dann die LEDs hier oben. Wir können auch in die Benutzeroberfläche nochmal reingehen. Da können wir genauso nochmal die Helligkeit einstellen und die Nachtleuchtdauer. Und auf Werkseinstellungen zurücksetzen. So, kommen wir jetzt zu diesem kleinen Ausrufezeichen hier. Wenn man da draufklickt, kommt man nochmal in ein anderes Menü rein. Seriennummer, Herstelldatum, Mai 2019, Gerätenummer. Man kann auch gleichzeitig hier in der App einen Reparaturauftrag starten. Werkzeug registrieren kann man auch machen. Dann kommen wir zu den Werkzeugspezifikationen. Da kann man nochmal alles durchlesen, was er alles kann, was er alles hat. Und jetzt sind die Nutzungsinfos. Wie lange er schon mal gelaufen ist, wie oft der Kickback-Control oder der Rückschlag ausgelöst worden ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 11 Mal, aber das ist jetzt nur dadurch geschehen, weil wir es oft probiert haben. Und das Restart Protection, die Aktivierung, wie oft wir das jetzt schon probiert haben, mit dem Akku rein und raus zu. Genau, und das ist jetzt mal kurz erklärt, was man in der ganzen App machen kann. Jetzt wollen wir euch den GWX auch mal in der Praxis zeigen. Ich habe hier ein Sägeblatt, ein vergütetes. Das ist ein sehr hartes und zähes Material. Und jetzt mache ich hier einen Schnitt mal mit dem Akku-Winkelschleifer und danach im Vergleich mal mit dem kabelgebundenen. Ein richtiger Vergleich ist es nicht, weil die Drehzahl beim kabelgebundenen einfach ein bisschen höher ist. Aber interessant ist es trotzdem. Und hier jetzt im Vergleich dazu der netzgebundene GWS von Bosch. Also mein Gefühl war, dass es mit dem Akku-Winkelschleifer genauso gut gegangen ist wie mit diesem kabelgebundenen Winkelschleifer. Der Jens hat gemeint,
Er hat der kabelgebundene war ein bisschen schneller, er hat aber natürlich auch eine höhere Drehzahl gehabt. Aber auf jeden Fall, was man wahrscheinlich deutlich gesehen hat, dass es wirklich ein brauchbares Werkzeug ist. Das ist wirklich ein sehr zäher und harter Werkstoff und trotzdem ist es mit diesem GWX perfekt gegangen. Falls jetzt einer auf die Idee kommen sollte, ja, ihr habt ja nicht die gleichen Scheiben genommen, doch wir haben in beiden Winkelschleifen die Export für Inox genommen von Bosch. Was wir neulich noch gar nicht gesagt haben, die X-Lock-Scheiben, die passen natürlich auch auf das alte Spindelsystem drauf. Verstauen lässt sich der GWX natürlich auch in der L-Box. Wenn ihr hier jetzt mal anschaut, hier habt ihr ein Fach für zwei 8 Ampere Akkus. Hier könnt ihr eure Scheiben unterbringen. Da ist das Ladegerät. Ihr könnt den Winkelschleifer mit Griff verstauen. Das war in diesen alten Einlagen nicht. Da hat man immer den Griff wegmachen müssen, beim Netzgebundenen wohlgemerkt. Hier habt ihr noch ein bisschen Platz für eine Brille oder auch vielleicht eine Topfbürste, die noch reingehen. Schade ist nur, dass ihr die Akkus wegmachen müsst, damit der auch in diese L-Box reinpasst. Für das X-Lock-System gibt es mittlerweile auch schon sämtliche Scheiben, auch nicht nur von Bosch, sondern auch einige anderen Hersteller haben das Patent, dass sie die Scheiben herstellen dürfen. Es ist, wie schon anfangs erwähnt, wirklich ein sehr tolles System. Es geht hier auch nicht, dass ihr die Scheiben verkehrt rum drauf macht. Wie ihr seht, die geht nicht drauf. Die geht nur so rum drauf. Das ist jetzt bei diesen Scheiben vielleicht nicht so wichtig. Aber wir haben hier jetzt eine mit Drehrichtung hier. Und dann seht ihr, geht die Scheibe so verkehrt rum nicht drauf. Ihr müsst sie immer richtig drauf machen. Das X-Lock-System ist klasse. Wir haben dazu ja noch ein anderes Video gemacht. Ihr müsst oben jetzt eine Box aufgehen, dann könnt ihr euch das anschauen. Da erklären wir dieses System noch ganz genau. Kommen wir zum Fazit vom GWX 18V10SC. Es ist wirklich ein durchdachtes System. Wie gesagt, die Akkuwinkelschleifer sind jetzt nicht ganz so neu. Die gibt es ja auch schon als GWS-Ausführung. Das X-Lock, Bombe, einfach spitzenmäßig. Auch sonst macht der Winkelschleifer wirklich einen guten Eindruck. Habt ihr gesehen, er hat genügend Kraft, um eigentlich alle Arbeiten, die so auf dem Bau oder irgendwo in der Werkstatt anfallen, auszurichten. Wenn ihr euch den GWX kaufen wollt, empfehlen wir euch diese Procore-Akkus, diese 8 Ampere-Stunden. Da ist er gut ausbalanciert, hat genügend Kraft. Da passt dann einfach alles zusammen von Leistung und Funktion. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben sollt, dann könnt ihr die gerne unten auch in die Kommentare reinschreiben. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Über Abos freuen wir uns genauso. Und jetzt macht es gut. Bis bald. 14 aus dem Allgäu.